Ja, Leute, willkommen zurück zu Little Inferno. Ich habe den TT heute mal eingeladen, ja? Ey, yo! Wir haben uns gedacht, ach komm, chillst mal zu zweit in zwei Keinraumwohnungen. Man wohnt ja in einer Keinraumwohnung, das wirst du später noch sehen. Auf jeden Fall chillen wir jetzt gemeinsam jeweils vor seinem eigenen Kamin. Und verbrennen jetzt einfach ein paar Sachen. Ich weiß nicht, was der Titi jetzt alles verbrennen will. Ja, ich mache hier so ein bisschen locker. Ich habe ja mein Play-Spielstand und habe jetzt einen neuen gemacht, damit, ne, und so. Ja, ich habe jetzt einfach den Spielstand genommen, mit dem ich durchgezockt habe. Und ich habe 133 Fotos von Facebook runtergeladen. Du bist so ein gestörter Junge, und ne? Das ist so geil, weil im Prinzip kann ich jetzt meine eigenen Kombos machen. Hier, das Bild kam heute bei Facebook. Ein Stein und Xbox One und dann Offline-Stein. Haken drin. Kann man mit Freunden tauschen, Haken drin. Kann man ohne Kamera spielen, Haken drin. Und dann Bing/Internet Explorer ist ein Kreuz, also geht nicht mit dem Stein. Xbox One kann nur das mit Bing Internet Explorer. Nicht offline zocken, kann man nicht mit Freunden tauschen und so weiter und so fort. Ja, heute ist so der Tag gewesen, also für euch Leute ist das gestern. Die Leute diskutieren heute schon den ganzen Tag darüber, wegen PlayStation 4 und Xbox One, weißt alles, du? Alles, ja. Es wird so viel diskutiert. Ach, guck mal, hier ist ja auch direkt mit sozialen Netzwerken verbinden, steht da unten, fällt mir jetzt erstmal auf. Hast du das gesehen? Wie, wo, was? Ja, bei dem Wähler ein Bild aus. Da steht unten mit sozialem Netzwerk verbinden. Willst du mich natzen? Nein, das steht doch. Ja, ach so, ja, klar, aber ich finde, das ist dann ein bisschen blöd, weil dann hast du echt alles drin. Ja, dann hast du wahrscheinlich auch die Bilder deiner Freunde oder so, weißt du? Oh, scheiße, jetzt kann ich das nicht mehr abbrechen. Was nehme ich denn als nächstes? Ach, das. So, ja, ich verbrenne hier gerade erstmal alles. Ich brauche hier erstmal ein bisschen was, Leute, ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt hier gerade alles so radikal ineinander werfe. Aber so ist das, ja. Ja, aber wir haben uns ja eigentlich gedacht so, also wer sich fragt, ja, was soll denn das? Ja, wir haben uns gedacht, wir machen einfach so, ja, einfach mal so ein bisschen vorm Kamin chillen und labern, so. Ja, das ist richtig gut, ich finde, das passt einfach, weil du kannst die ganze Zeit Faxen machen und mal ein bisschen quatschen, so, das ist voll gut. Vor allem die Bilder, ne, ey, wenn du das morgen siehst, was ich hier veranstalte, das ist einfach so geil. Ich frag mich, ob ich das sehen will, was du schaffst. Ich habe hier meinen Pokémon Soul Silver Thumbnail drinne. Ja. Da habe ich hier die Mongo-Wiese. Boah, warte, das kann ich ja, das mache ich gerade mal nebenbei. Terraria, ne, Minecraft, ne, warte, Terraria in Minecraft, so war das. Wir haben sowas Terraria-mäßiges in Minecraft gebaut, schon länger her. Boah, warte, das stimmt, warte, ich mache gerade auch mal so ganz unprofessionell wieder, mache ich jetzt auch mal Thumbnails einfach da rein. Und Leute, ne, voll, weißt du, was ich mache? Wenn mir hier irgendwo ein Video, auffällt, was ich auch zu einem Video verlinken kann, dann mache ich das. Ja, heißt, wenn jetzt hier ein Bild ist, dann fahrt da einfach mal so mit der Maus drüber und guck nach, ob da irgendwas verlinkt ist. Das taucht dann einfach in einem neuen Fenster auf. Das alte, also das Video hier bleibt dann. Und dann könnt ihr da einfach mal gucken, was da so los ist. So, warte, ich mach das. Ich hab jetzt mal, ja, Alter, hier schenkt die mir so ein scheiß Herz, Alter. Geh mal weg da, brenn mal so. Boah, ist das nervig, ey. Du hast auch noch die ganzen Kombis nicht und so, weil ja, bei mir ploppt gar nichts mehr auf. Ja, bei mir kommen die ganzen Briefe jetzt erstmal. Sugar Plums erzählt mir von ihrem Leben, von ihrem Nachbarn, von was weiß ich nicht, was die alles labert. Richtig gut. So, warte, wo sind die Bilder? Ach, da oben, das Assassin's Creed Bild. Das sieht man nicht so gut, da habe ich mein Gesicht reingeschnitten. Richtig gut, Alter. Erstmal ein Zelda-Adventure-Thumbnail verbrennen. Okay, dann verbrenne ich die Bilder mal. Also wie gesagt, immer gucken, ob was verlinkt ist. Alter, richtig nice. Wie das brennt. Richtig gut. Zack, boah, da waren jetzt so viele Dinger, alter Schwede. Okay, machen wir weiter mit den Fotos. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, okay. Er macht jetzt echt die ganzen Fotos. Ja, natürlich. Und was? In der Zwischenzeit einfach mal ein bisschen quatschen, so. Der ist richtig nice, der macht voll Laune ohne Scheiße. Nein, jetzt habe ich da. Boah, ich bin so ein dummer Mensch. Ich weiß, da wusstest du schon lange, aber. Ja, Leute, sorry, falls die Musik jetzt ein bisschen zu laut ist, ja, aber das
geht halt nicht anders. Boah, der Wettermann, Alter, der geht mir auch so auf den Nerv, ne? Ja, wir haben, weiß ich nicht, wir können ja auch sagen, keine Ahnung, können die Leute uns vielleicht Themenvorschläge schreiben oder so? Jo. Weiß ich nicht, können da Themenvorschläge schreiben, wenn euch zum Beispiel interessiert, was wir über den Scheich in Abu Dhabi denken. Oder was wir von der Aufrüstung von Wasseruhren in Nord, weiß ich nicht, Tarn halten. Da können wir dann auch gerne in die Kommentare schreiben. Ey, weißt du, was ich richtig asozial finde? Dass die, da wo die Deiche gebrochen sind und so ein Kranken, so ein Kranken, ne? Die ganzen Touristen, die da hingehen und Fotos machen. Weißt du, die stellen sich dann auf die Sandsäcke, posieren dann noch, machen Fotos. Ey, das geht gar nicht, Alter. Was sind das für Missgeburten? Weißt du, was ich letztens gehört habe? Es gab ja schon mal so ein Hochwasser, ne? Und das war 2002, glaube ich. So, und danach haben eben die ganzen Kommunen und so, die haben da gesagt, ja, wir wollen Deiche bauen und das Meer ausbauen, damit das nicht nochmal passiert. Und dann sind aber die ganze Zeit die Grünen gekommen und haben gesagt, nein, da kann man nicht machen, die Umwelt, das sieht alles scheiße aus dann und so. Und dann kamen so irgendwelche 90-Jährige richtig kurz vorm Sterben, Leute so, und meinten, ja, ne, wenn ihr da ein Deich hinbaut, da kann ich gar nicht mehr auf den Fluss gucken. Und deswegen haben die das bis heute nicht gebaut. Was? Weil das halt, weil die Grünen da Stress gemacht haben und weil irgendwelche Anwohner Stress gemacht haben. Ja, und jetzt haben sie wieder die Überflutung, ne? Richtig gut. Sauber, selber schuld. Ich frag mich, wie man so behindert sein kann. Wie kann man denn, ja, da kann ich nichts mehr sehen. Ja, aber dann hast du 3 Jahre später den Keller voll Wasser oder was? Wie kann man denn so behindert sein? Nice, ey, richtig OP. Frag mich echt, wie das geht. So, ja, ich bin gerade mal auf Kombosuche hier, ne, weil, ne, ich hab das halt auch voll drauf und so. So, was haben wir denn hier, das ist so gut, ey. So, ich gehe erst mal von oben nach unten durch, Leute, und dann überlege ich mir irgendwelche Kombos. Aber wie hart das auch einfach ist, ne, dass dann die Reporter da wirklich im Wasser stehen auf den Deichen oder so. Ja, hier sehen wir gerade der Deichbruch, der kommt gleich. Das ist richtig heftig, ey. Überleg mal, teilweise 9 Meter. Ja. Ja, hier bei uns der Rhein war auch schon relativ hoch, aber jetzt längst nicht so, dass hier irgendwie voll irgendwas abgeht. Aber, boah. Stell mal vor, du kriegst jetzt gesagt, ja, Herr Siebst LP, bitte verlassen Sie Ihr Haus, das Wasser kommt. Boah, ich glaube, ich würde voll ausrasten. Hast du nix, dann übernachtest du irgendwie in der Turnhalle mit so Menschen, die du überhaupt, mit dem willst du gar nicht sehen, weißt du? Die sind voll die ekelhaften Menschen, so. Und die kommen dann so angekuschelt und so, hey, Sepp. Oh, mir ist so kalt. Ja, ist so kalt, willst du mich wärmen? Und denkst du nur so, what the fuck? Ach, hier ist das Bild vom Weltuntergangs-Livestream. Ja, das war so gut, ey. Vom Weltuntergangs-Livestream. Wann war das nochmal? Am 21. oder? 12. Ja. Ja, ja. Das hier. War ja auch, das war ja so geil. Ich glaube, das war der Tag, an dem am wenigsten passiert ist im ganzen Jahr, so weiß. Aber mir ging das gut ab. Ja, genau. Das war gut, ey. Oh, ach hier, die Burg, die ganz alte. Ja, wo wir das eigentlich mit den NPCs machen wollten. Mit dem fetten Baum in der Mitte. Ach, du meinst unsere mega, mega, mega... Mongo City. Ja, ja, genau. Wo wir den künstlichen Baum... Ey, wie geil diese Bilder einfach aussehen mit dem Rahmen, ne? Jo. Ey, das würde ich... Oh, wirklich, ohne Scheiß, das hätte ich gern original so als Thumbnail. Wie geil wäre das denn einfach? Ich verbrenne das neue Gameboy Advance-Spiel. Alter, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Das neue Gameboy Advance. Willst du mich verarschen? Ja, da ist ein Bild mit Mongo, habe ich da reingemacht und dann drüber geschrieben. Alter, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Genau. Und hier ist Mitchell auf dem Rattenkörper. Ja, ja. Mitchells Kopf. Kennst du ja, glaube ich, noch, ne? Ja, du musst den Mitchell beim Dönermann nehmen. Der ist gut. Und da oben. Ah, ja. Mein Raumschiff. Er hat da voll die Nostalgie und so mit seinen Minecraft-Sachen. Natürlich. Ich brenne hier gerade alle. Ich bin jetzt schon im zweiten Katalog angekommen. Ja, von da können wir auch mal irgendwas nehmen. Schon mal Spinneneier. Und ein paar Glühwürmchen. Und ich
Ich will die Walküre haben. Und die Boxen. Boah, jetzt kommt Miss Nancy wieder und erzählt mir bei einem von ihrem Boah, jetzt kommt das Video. Ne, das Video will ich jetzt nicht sehen. Das habe ich schon gesehen. Das war aber so geil gemacht, das Video, ne? Ich bin gar nicht mehr klargekommen. Alter Sugar Plums. Das ist einfach so gut. Oh, ich komm gar nicht mehr klar. Ich will gar nicht wissen, was du da schon wieder machst, Alter. Nee, man will nicht, komm, man will nicht gar nicht wissen. So Leute, es kommt richtig harte Mucke. Ich war ja heute mit dem Fahrrad unterwegs, ne? Ich hab eine Stunde gebraucht. Ja, warte, ich höre gerade nichts. Ach so. Okay, jetzt geht's. Jetzt kann ich. Was warst du? Du warst mit dem Fahrrad unterwegs? Ja, ja, ich hab ja gesagt, hoffentlich finde ich den Weg. Ich hab den Weg mega gut gefunden, aber ich war eine Stunde unterwegs hin und eine Stunde wieder zurück. Geht doch voll klar. Ja, schon. Da habe ich erstmal dick gegessen. Oh, jetzt kommen gute Bilder, Leute. Ach, die sind alle geil. da ist sogar eine Idee für Minecraft drin, die ich bei Facebook hochgeladen hatte. Ja, was man mit Redstone noch machen könnte. Du wolltest doch noch irgendwas erzählen. Willst du das nicht? Ja, du hast doch erzählt, du hast irgendeine Idee, da wolltest du eine Aufnahme erzählen. Ja. Fällt mir gerade nicht ein. Jetzt haben wir die ganze Zeit über andere Sachen gelabert, so, da ist halt ein bisschen dringend worden. Wie geil das einfach ist. Du sagst eben nur so zu mir, ich hab voll die gute Idee, so, aber das erzähl ich gleich in der Aufnahme. Kann man ja mal machen. Voll gut. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Du bist so gut. Fuck. Ach so, doch. Jetzt weiß ich wieder. Warte, ich geh mal aus dem Shop raus. Warte, welches Bild kaufe ich? Aber ich hatte zweimal gekauft. Ja, zweimal gekauft. Go, go, Power Adolf. Go. Genau. Die Idee, die ich hatte, war... Guck mal, Little Inferno gibt's ja auch für Wii, soweit ich das verstanden habe. Ja. Was meinst du, wie übertrieben geil das einfach kommt, wenn du mit Dolby Surround im Wohnzimmer sitzt, auf einem 55 Zoll HD-Fernseher, mit einer Wii und Little Inferno. Alter, das ist, als wärst du echt vorm Kamin, wo das warm ist. Ja, genau. Überleg ich mal, wir würden zusammen auf der Couch mit zwei Fernsehern sitzen, so an der Wand, und dann haben wir da so zwei fette Kamine stehen. Wie geil ist das denn bitte? Sagst du, scheiß mal auf so richtige Kamine, du machst einfach Little Inferno an und hast das als Dauerkamin, so wie, weißt du, es gibt ja immer diese Werbefilme, wo die dann so einen Kamin im Fernsehen laufen haben. Und dann hast du einfach Little Inferno laufen. Wie gut das einfach wäre. Das könnte man auch voll gut machen. Wenn du jetzt zum Beispiel streams, du hast im Hintergrund dann einfach einen Fernseher stehen, wo einfach irgendwie die Playlist von deinem Little Inferno Projekt läuft oder so. Ja, genau. Also du hast so fette Party am Start oder so, ja scheiß mal drauf, lass einfach mal Little Inferno Playlist im Fernseher laufen. So für die Leute, die es ein bisschen gechillter haben wollen. Alter, wie gelitten das einfach wäre, ne? Ja, Sugar Plums, erzähl mir einen von Nachbarn und so. Psst, 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 ja. Ja, ja. Weil ich muss das eine Adolf-Foto hier mal überdecken. Ich hab zwei davon. Er macht sich da Sorgen um Adolf-Fotos. Mhm. Ja, ist Go Go Power Adolf. Und ich will das Bild drehen. Fick dich. Ja, du hast auf jeden Fall Go Go voll gelitten. Nein, das ist halt auch falsch. So geht's. So geht's. Okay. Oh, ich hab gerade Atombombe am Start. Atombombe? Ja. Oh, Seefahrer-Kombo. Ach! Boah, Leute, Oculus Rift, dafür gibt es ja so ein Teil, ne? Also für die, die nicht wissen, was Oculus Rift ist, okay, ich verlinke das einfach auf dem Bild. Das ist so eine. Ja, eine Brille halt. Und das ist dann halt mit einem PC verbunden, denke ich jetzt mal. Keine Ahnung. Ja, doch. Ich,
weiß ich, wie die das machen. Keine Ahnung. Ich meine schon. Auf jeden Fall ist das so, dass wenn du dich umguckst, so mit deinem Kopf, dann guckst du dich auch automatisch so im Spiel um. Und dann hast du halt die Apparatur, auf der du auch rumlaufen kannst und so. Und bevor ich überhaupt ein Bild von dem Teil gesehen habe, habe ich mal ein bisschen rumgesponnen in meinem Kopf und dann mit Paint gemalt und das ist dabei rausgekommen. Und vor ein paar Tagen, ohne Scheiß, habe ich auf Facebook genau so eine Apparatur gesehen und da gab es sogar ein Video zu. Ich denke nur, Alter.